Ja, Freaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Yeah! So, wir machen mal kurz einen Checker hier. Es ist immer noch echt windig. Und ich habe endlich meinen Gimbal mal wieder rangehauen hier. Uiuiui, Wind, Wind, Wind. Ah, es ist zu windig. Ich wollte jetzt düngen, aber es ist einfach zu windig. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, es ist ein Sturm. Die Versüßung hier fängt jetzt an zu blühen und deswegen können wir düngen. Da ist die Versüßung hier. Erste Blüte. Seht ihr das, Freaks? Cool. Ich habe übrigens das zweite Ergebnis meiner Bodenanalyse bekommen. Ich habe die zweite Analyse jetzt machen lassen. Ging richtig schnell, keine 3 Wochen. War das Ergebnis wieder da. Und es ist hochinteressant. Es ist total faszinierend. Ich habe ja einen zu niedrigen pH-Wert gehabt. Ich muss aus der Kälte raus, das geht ja gar nicht. Also, pH-Wert von 4,3 auf 5. Genial. Idealer Wert, sagt er hier, zwischen 4,8 und 5,2. Also, cool aufgekalkt. Dann Phosphor, Kalium, Magnesium. Alles im perfekten Bereich jetzt. Und zwar hatte ich Kalium und Magnesium eine deutliche Unterversorgung Anfang letzten Jahres. Und durch eine sehr Kalium-Magnesium betonte Düngung letztes Jahr habe ich meinen Kaliumwert von 8 auf 13 hochgezogen. Das sind immer Milligramm pro 100 Gramm Boden. Von 8 auf 13 liege ich jetzt fast in der Mitte des idealen Zielwertes. Magnesium von 3,2 auf 6,9 hochgezogen. Liege ich schon fast an der Obergrenze. Das ist perfekt. So, und die Mikronährstoffe, das hat mich noch wahnsinnig interessiert. Ja, die Mikronährstoffe sollen sein Bor 0,2, letztes Jahr 0,1, jetzt 0,16. Also 0,2 bis 0,4 ist der Idealwert. Eisen immer noch zu wenig. Ich habe immer noch zu wenig Eisen im Boden. Also ich muss noch mehr Eisendünger streuen. Noch mehr Eisen streuen. 25,7. Letztes Jahr dann doch noch mal ein bisschen abgefallen auf 23,2. Obwohl ich zweimal, also da muss ich noch mal gucken, was ich da mache. Irgendwie nimmt mein Boden das Eisen nicht auf. Soll ist 30 bis 150. Muss ich noch mehr Dinge. Vielleicht fange ich auch doch jetzt gleich mit Eisen mal an. Kupfer ist nicht schlecht. Mangan ist zu viel, okay. Und Zink ist auch zu viel. Also da bin ich ein bisschen zu hoch. Bor, Eisen, Kupfer ist aber vor allem das Eisen, ja, das Bor. Na gut. So, das, Freaks, ist der Spurennährstoff-Mischdünger. Habe ich bei düngerexperte.de gekauft. Kriege ich auch kein Geld für. Excello Basis. Ein Spurennährstoff-Mischdünger. Und zwar haben wir hier Kupfer, Zink, Mangan, Bor, Eisen, Natriumchlorid, ein bisschen Molybden, Kobalt, Magnesium und Kaliumoxid. Und vor allen Dingen hier Kupfer und Zink und Bor in relativ hoher Zusammensetzung. Es gibt zwei verschiedene Sorten. Einmal den Excello Basis und dann noch eine zweite Sorte von Excello. Ja, ich habe von den Nährstoffzusammensetzungen den ganz gut gefunden. Muss man halt gucken, was in seinem Boden ist, was im Boden nicht ist. Und entsprechend die richtigen Produkte kaufen. Ich habe auch nach der Bodenanalyse nochmal meinen Düngerplan umgestellt. Und ich werde jetzt nicht gleich die volle Power an Stickstoff raufhauen, sondern ich werde jetzt erst meinen Eisendünger streuen. Den Ferrotop von Compo, der hat immerhin auch 6% Stickstoff. Und da meinem Boden ja so unglaublich viel Eisen fehlt, ist das, glaube ich, eine ganz gute Alternative, jetzt hier mit einer Eisendüngung zu starten und dann jetzt in 4 Wochen, erst Ende ab März, dann mit der Powerdüngung nachzuziehen. Mal gucken, wie das wird. Ich experimentiere hier schon wieder herum. Das finde ich eine coole Idee, den Dünger unten aufzuschneiden, was ich mal hier raufgelegt habe. Völlig geniale Idee.
staubfrei. Reiner Sport. Das war's. Gedüngt. Startdüngung, yeah. Ich bin so gespannt. Die Saison hat begonnen. Yeah. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Freaks. Ja, Eisendünger ist extrem aggressiv. Eisensulfat greift alle Metalle an. Edelstahl ist schon mal eine gute Lösung. Trotzdem alles abspülen, das rostet euch sonst alles weg.